Moin Moin, schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei der Auswertung der Belege sollten Sie immer die folgenden Arbeitsschritte gehen. Wir führen zunächst einmal die Prüfung des jeweiligen Belegs durch. Wir bestimmen die Belegart, wir filtern den Absender heraus und stellen den Belegempfänger fest. Im Ergebnis legen wir fest, ob ein Eingangsbeleg oder Ausgangsbeleg vorliegt. Im nächsten Schritt formulieren wir den vorliegenden Geschäftsvorfall. Im dritten Schritt setzen wir uns mit den Werteströmen, die der Beleg verursacht, auseinander. Wir stellen uns die folgenden Fragen. Wo findet ein Wertezufluss in welcher Höhe statt? Wo findet ein Werteabfluss in welcher Höhe statt? Diese Arbeitsschritte sollten Sie zukünftig bei der Belegauswertung immer anwenden.